Bitte schön. Herr Lehrer, mein Hiersein hat den Grund einer überaus ernsten Angelegenheit, die wohl noch schwerwiegende Folgen haben dürfte. Mein Sohn Otto teilte mir gestern Nachmittag in heller Empörung mit, dass Sie, Herr Lehrer, eine schier unerhörte Bemerkung fallen gelassen hätten. Ich? Jawohl, Sie. Wann? Anlässlich der gestrigen Geographiestunde. Die Schüler schrieben einen Aufsatz über Kolonialprobleme. Und da sagten Sie zu meinem Otto, auch Neger sind Menschen. Sie wissen wohl, was ich meine. Nein. Du riechst gut. Das ist Parfüm aus der Drogerie im Dorf. Das muss aber teuer gewesen sein. Das kostet nichts. Du Sau, was machst du mit der Zunge? Wenn du meinen Kopf getroffen hättest, dann wäre ich jetzt hin. Na und? Komm her zu mir. Dann würdest du gehängt. Das werde ich sowieso. Otto! Euer Kamerad ist ermordet worden. Ein Stein. Wahrscheinlich ein Stein, ist mit großer Wucht auf seinen Kopf geschlagen. Haben Sie einen Verdacht, Herr Lehrer? Wieso reden Sie doch? Haben Sie keinen Verdacht? Nein. Der Otto und der Heinrich haben Sie immer geprügelt. Otto hat das Tagebuch von Heinrich gelesen. Wer? Theodor. Woher weißt du, dass der Kompass Theodor gehört? Weil er ihn überall gesucht hat. Du willst doch nicht sagen, dass Theodor irgendwas mit dem Mord zu tun hat. Du traust das dem Theodor zu? Ich traue jedem alles zu.